Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Pokémon Trading Card Game Pocket ist ja endlich erschienen und ich habe es mir gleich direkt runtergeladen und jetzt gibt es auch das erste Video dazu und in diesem Video möchte ich hier gleich mal, ja, einem Mythos auf den Grund gehen. Und zwar heißt es ja, dass es besondere Packs gibt, wo immer eine seltene Karte drinnen ist. Ja, und man kann ja in der Rotation dann herausfinden, welches dieses besondere Pack ist. Und ich würde sagen, ja, das schauen wir uns gleich mal an. Ich nehme als erstes Pack hier das Glurak Pack. Wir können zwei Packs in diesem Video öffnen und dann schauen wir mal, ob da auch wirklich seltene Karten drinnen sind. So, wenn wir hier auf den Back gehen, dann können wir hier ein Pack öffnen. Hier OK klicken und dann kommen wir ja zu dieser Rotation, wo es mehrere Booster Packs zur Auswahl gibt. Genau, das ist diese, was ich hier meine. Es gibt auch Packs, die hier umgedreht sind, schon von Anfang an, aber die suchen wir nicht. Und zwar suchen wir welche mit gebogenen Ecken, also hier oben, dass diese Ecken gebogen ist. Dazu muss man die immer etwas drehen und diese sollen diese besonderen Packs sein. Nö, die ist es nicht. Wo immer eine seltene Karte drin sind. Ich glaube ja nicht daran, aber ja, finden wir es heraus. Wir können zwei Packs öffnen. Und dann schauen wir mal, ob da jeweils eine seltene Karte drinnen ist. Ja, wie viele Karten habt ihr denn schon gesammelt bei Pokémon Trading Card Game Pocket? Schreibt mir das gerne mal rein in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und ich werde euch am Ende dieses Videos auch meine Freundschafts-ID geben. So, deswegen bleibt auf alle Fälle dran. Und hier haben wir so ein Bag. Ihr seht schon, diese Ecken da oben, die sind hier gebogen. Wenn wir das vergleichen mit diesem Pack, hier sind sie nicht gebogen. Und deswegen werden wir gleich mal dieses Pack hier öffnen und schauen, ob wir eine seltene Karte darin finden. So. Reißen wir mal auf und was haben wir hier drin? Okay, ein Sandern. Brauche ich nicht wirklich. Meltan, neue Karte, sehr cool. Vulpix habe ich schon. Oh, und hier haben wir ein Machomai X. Okay, also es hat sich hier beim ersten Pack schon mal gelohnt anscheinend, das Pack mit den gebogenen Ecken rauszufinden. Aber ich glaube noch nicht dran. Aber geil, dass wir diese Karte gezogen haben. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Pack. Jetzt möchte ich gerne ein Pikachu-Pack nehmen. So, ja, alle Karten immer registrieren. Ja, ich habe schon jetzt 116, 117 hier bei Unschlagbare Gene, aber es gibt ja auch die Promo-A-Karten. Da habe ich auch schon ein paar gesammelt und da habe ich auch noch ein paar Packs zu öffnen. Aber die werde ich im nächsten Video öffnen. Deswegen, ja, auch hier gerne den Kanal abonnieren. So, wir haben ja gesagt, wir öffnen jetzt ein Pikachu-Pack. Ja, schauen wir mal hier nach, was sich hier drin so befindet. Ich habe noch genug Zeituhren, um auch dieses Booster-Pack zu öffnen. Gut, was haben wir denn hier so drin? Zuerst schauen wir mal, was das Pack ist mit den gebogenen Ecken. Das ist es nicht, das ist es auch nicht. Man sieht es eigentlich schon von vorne, auch nicht. Es braucht halt auch ein bisschen Zeit, bis man dieses Pack gefunden hat. Hier auch nicht. Ist es das? Oh, das ist das mit den gebogenen Ecken. Kann auch sein, dass es vielleicht zwei hier gibt in der Rotation. Aber ja, wir nehmen einfach mal das hier und schauen mal, was wir hier drin haben. Öffnen wir auch. So, was gibt's hier? Okay, ein Lamus. Ah, wir haben ja das, wenn wir das Bag verkehrt öffnen, dann kommen die Karten auch umgedreht raus. Auch interessant. So, oh, Water Ball, eine neue Karte. Ein Evoli. Und was haben wir jetzt noch? Major Bob, aber auch eine neue Karte. Aber hier keine seltene Karte. Also nicht so wirklich selten. Hier immer nur, ja, das war eigentlich so die seltenste mit zwei. Und auch hier, Lamus hat zwei als Seltenheit. Na gut. Was sagt ihr? Haben Packs mit gebogenen Ecken eine höhere Wahrscheinlichkeit, seltene Karten zu enthalten oder nicht? Schreibt mir das gerne mal rein, ja, in die Kommentare. So, wir haben jetzt wieder neue Karten registriert. Ja, und wir haben jetzt ja schon mehr als die Hälfte der Karten von unschlagbaren Genen.
Ja, ich spiele das Spiel jetzt seit ein paar Tagen. Ich weiß nicht, ob ich es genau beim Release runtergeladen habe oder einen Tag danach. Ich habe mir nicht den Premium Pass noch geholt. Wäre vielleicht schon eine Idee, den zu holen, wenn man mehrere Packs öffnen möchte. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz meine Karten, die ich schon habe, bevor ich euch dann meine Freundes-IT zeige. Ne, das ist der Premium Pass. Jetzt bin ich etwas verwirrt. So. Hier haben wir meine Galerie. Insgesamt zwar habe ich 228 Karten, aber da zählen dann auch die doppelten, die man hat. So, ich finde die Karte vor allem richtig geil. Nö, nicht Magma, ist zwar eine starke Karte, aber hier Arcani X finde ich richtig fancy, die Karte. So, da wollte ich hin, ja. Auf diese Ansicht. Ja, mir fehlen noch einige. Ich hätte gerne noch ein paar Elektrokarten mehr. Würde jetzt sehr bei diesem Labras-Event helfen. Aber ja, hier unten, ich habe diese schöne Shiggy-Karte. Leider noch keinen Flair davon. Aber ja, braucht man dann auch die Karte ein bisschen öfter, um den Flair freizuschalten. Ja, nochmal braucht man die. Weil dann kann man die ja eintauschen. Jo, das sind so Karten, die ich habe, und die auch richtig geil. Diese Floor X, richtig fancy. Ist auch eine richtig starke Karte. Habe in letzter Zeit auch viel im Pflanzendeck gespielt, aber ja, bei den Kämpfen bin ich noch nicht so drin. Ich dachte am Anfang nur, ich lade mir die App runter zum Karten sammeln, und ja, gestern bin ich drauf gekommen, dass die Kämpfe auch richtig Spaß machen. Deswegen ja, brauche ich dann noch ein bisschen, bis ich auch euch was über Kämpfe erzählen kann. Aber ja, das ist so das Ganze. So, ja, wie gesagt, hier Labras X habe ich auch schon gezogen von Promo. Ah, da läuft hier momentan ein Event, falls ihr das auch haben, die auch haben wollt. Ich habe die aus dem ersten Pack gezogen, das ich hier beim Event gezogen habe. Da müsst ihr einfach bei CPU-Kampf rein und dann hier Drop Event Labras X. Und da habe ich einfach so das Anfänger hier gespielt und dann habe ich gleich beim ersten Promo Booster Pack Labras X gezogen. Da sind ja immer nur, ist immer nur eine Karte drinnen. Deswegen, ja, ist das zwar cool, aber man braucht schon lange, bis man da ein paar Karten dann sammeln kann. So, jetzt zeige ich euch noch meine Freundschafts-ID. Die könnt ihr hier rechts oben am Bildschirm hier erkennen. Man kann hier 99 Freunde hinzufügen. Tippt gerne hier die Freundes-ID ab und fügt mich hinzu. Ich werde am Anfang jetzt mal jeden annehmen, der mich anfragt. Und dann können wir da zusammen, ja, bekommt man ja auch einen Bonus, wenn man ein paar Freunde hat. Wenn man sich bedankt, bekommt man dann immer so ein paar Shop-Tickets. Deswegen wäre das schon cool. Ja, Leute, erstes Video von Pokémon Trading Card Game Pocket. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben, falls du neu bist, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.